Tja. Das wusste, wo wollte ich doch. I brought back their personal belongings for you. If only I could have handed them to you earlier. I'm so sorry. Your Majesty, please take these with you. These Magnus once belonged to Sir Graham and my husband. I hope they'll be of some help. Thank you. I'll take good care of them. Na, dann schauen wir doch mal, ob wir die noch verwenden können. Mit Shella natürlich nicht. Ja, das habe ich auch nicht, aber mit ihm. Oh. Ja. Lohnt sich allerdings leider nicht wirklich. Zu schade. Welche angenehme Überraschung, Königin Shella und ihre Freunde. Wie geht es euch heute? Man erzählt sich im Schloss, Eure Majestät haben die 5 Inseln bereist. Wenn diese Geschichten wahr sind, möchte ich euch um einen Gefallen bitten. Ja, was denn? Wie schön, vielen Dank für eure Geduld. Es geht um die Tiere dieses Landes. Wie ihr seht, herrscht hier in Wasen ein raues Klima. Deswegen sind die einzigen Tiere, die es hier außer uns Menschen gibt, Nebelfische. Nein! Und Eisaffen. Wenn es sie denn wirklich gibt. Und natürlich der weiße Drache. Drache? Oh, Hilfe! Drachen! Leider haben wir seit Jahrhunderten keinen Kontakt mehr zu den 5 Inseln. Deshalb hatten wir nie die Möglichkeit, neue Tiere zu importieren. Was? Wir hatten das Gefühl, dass uns etwas fehlt. Deshalb dachte ich mir, da eure Gruppe um Königin Shella die 5 Inseln bereist, könnt ihr doch Tiere aus aller Welt nach Wasen bringen. Wie hört sich das an? Die Kampagne Tiere für Wasen. Möchtet ihr mithelfen? Ja, ich druck Plakate. Wie? Ich bin ein komischer Kauz, ich will nur Subquests machen. Oh, ihr helft uns? Wie nett von euch. Also, was sollen wir tun? Gut, es ist ziemlich leicht. Ihr müsst einfach nur überall in der Welt die Tiere ansprechen. Was? Die Tiere werden eure Wertsachen hinzugefügt. Was? Danach sprecht ihr einfach mit mir. Natürlich werde ich euch belohnen. Danke und viel Glück. Es gibt schon komische Subquests hier. Ein Big Squeak-Törtchen groß. Da muss ich mal gleich mal gucken, was ich in die. Kann ich die verwenden? Und kann das was? Nein, ich kann es nicht verwenden. Ah, naja, das lohnt sich nicht. Nicht wirklich zumindest. Tiere für Wasen. Helft mit. Oder so. Hallo du. Oh, Königin Shella, ich habe eure Majestät lange nicht gesehen. Bedrückt euch etwas? Ihr seht sehr besorgt aus, egal was es ist. Ich wünsche euch nur das Beste, meine Königin. Ah, Drachen! Ich frage mich, ob der weiße Drache auch so groß ist. Eine Eiskulptur des weißen Drachen. Sein kühnes, realistisches Aussehen erweckt den Anschein, er würde gleich davonfliegen. Cool. Die
Diese Statuen stellen den weißen Drachen dar, das Symbol unseres Volkes. Aber der weiße Drache hier im Schloss ist der letzte seiner Art. Oh, das habe ich euch schon so oft erzählt, nicht wahr, Königin Schiller? Ich muss in den Keller, da müsste ja also theoretisch so ein weißer Drache oder so ähnlich, ne? Also, holla. Stimmt, ein Endboss. Dies ist ein Gästezimmer für Besucher der Eisburg. Aber eigentlich hat unser Land seit Jahrhunderten von Jahren, ist klar. Ah, keinen Kontakt mehr zu den fünf Inseln, das steht der Öffentlichkeit offen, aber bisher haben sie nur den Menschen verwandt. Okay. Hey, keine Randale da hinten, ja? Tralalalala, tralalalala, tralalala, tralalala, tralalalala. Ich glaube, ich habe den Drachen gefunden. Yep, ich habe den Drachen gefunden. Isn't that a dragon? Nein, nein, nein. Das Ding nennt man, glaube ich, Katze. It's amazing. A creature of legend, still alive. Ah, the great Mizuti ravishes the thought of riding it someday. Genau. Ja, friss ihn, friss ihn! It's been a while, hasn't it, O White Dragon? I'll be asking you for your help again. Please be ready. Friss es! Ja, das wird unser neues Reitschiff oder so ähnlich. Der weiße Drache ist das Symbol unseres Volkes, ein Wesen von großer Macht, das über Generationen weitergegeben wurde. Obwohl er sehr an euch hängt, möchte ich euch darum bitten, Königin Schiller, den Drachen nur mit Erlaubnis zu reiten. Cool. Wir haben unseren eigenen Drachen, wir haben unseren eigenen Drachen, wir haben unseren eigenen Drachen, wir haben unseren eigenen Drachen. Die Skulpturen sind viel zu mickrig. Unser Drache ist viel cooler. Und das, obwohl es Eisskulpturen sind, also holla die Waldfee. Kursa, Stadt des ewigen Schnees. It's so peaceful and quiet. Yup, great place. A little nippy, though. Anyway, tell us your story, Shella. Tell us why the Queen of Wazin would need to embark on such a dangerous journey. Let's see. Where should I start? Am Anfang, da fange ich meistens auch an. It was about 9 years ago, I think. Barnett, my royal nanny, the one you met back in the palace, felt something strange was going on in the outside world. Something is about to happen. Das passiert schon mal, wenn was passiert. It is but a pebble in calm waters now, but its ripples will grow. Until someday it will swallow all. Okay. The people, the world, everything. Okay. So she decided to send out 3 witches to keep an eye on the outside world. Cadell. Glamis. Müssen die alle so albern ausschauen? Katrin. All of them are younger sisters of Barnett. Hmm.
three witches, you say? Could they be the ones who wove the magical shield encircling Anuanoi? Yes, indeed. It was them. We actually bumped into them on several occasions in our... Yeah. Remember this name. Never forget. The name of the god was Malpertio. Malpertio sucked up the entire ocean, but choked and drowned in the very water he swallowed. Anuanoi awaits you. You must go. Go and face your destiny. If you wish to return to the life you once lived as your own. Now this is strange. This young man here, I feel no Magnus within him. Just an empty and lonely darkness. For quite a while, the world saw little change. We began to wonder whether we had made too much of a fuss about it. But then, 2 years ago, Barnett suddenly had a strong premonition, an ill omen, speaking of ruin and destruction. Those not meant to meet have indeed met. An ominous, terrible tragedy is in the making. The end of the world is drawing near. That very night, I had an awful nightmare. I took two guards with me, Graham and Leon. We reached the Empire and heard ominous rumors about the Emperor. I posed as a maid and found work in the Imperial Palace. Eventually, I found out about Geldeblame's secret scheme. I stole a pendant, which seemed to be the key to his plans, and ran away. The Emperor spoke of something being sealed away in Sadal Sud's Moonguile Forest. It was there that I met Kallus. Which leads to us here, now. Correct. I see. Shella's battle started long ago, while we were still living the simple life, with no idea what was about to happen. Well, enough reminiscing. Let's take a look around town until Barnett's done with the preparations. Okay. Es wie Königin Shella. Barnett ist bereit, sie erwartet euch für das Ritual. Okay. Seid bitte vorsichtig, ihr werdet bestimmt gesund zurückkehren. Na, das will ich doch hoffen. Aber vorher verabschiede ich mich erst einmal wieder. Und nächstes Mal geht's dann ab zu Barnett und durch die Stadt und überhaupt und sowieso. Und dann schauen wir mal, was uns hier noch so Wunderbares erwartet. Und bis dahin sage ich dann mal auf Wiedertschüss.